Also, ich finde Eichenblätter rascheln mehr als Birkenblätter oder Buchenblätter. Mhm. Vielleicht, weil sie nicht ganz eben sind. Die Buchenblätter sind kleiner und eine ebene Fläche, Birken sowieso. Und hier kommt der Widerstand von den einzelnen Blättern auch. Dadurch gibt es, glaube ich, mehr rasche Geräusche. Mhm. Aber darüber habe ich mir noch nie den Kopf zerbrochen. Aber, ja, mache ich auch gerade zum ersten Mal, wenn ich mir das so ansehe. Und dann wellen die sich ja auch stärker, wenn sie trocknen. Ja. Und dadurch raschelt es dann mehr. Ja. Ich meine, das ist ja eine schöne Beobachtung. Gehen Sie mal durch den Wald und gucken mal, wo es am meisten raschelt. Wenn Sie durch dann braucht man gar nicht nach oben zu gucken. Das muss eine Eiche sein. Nee, wir haben beide nicht drüber nachgedacht. Aber wir waren beide derselben Meinung, Eichenblätter rascheln mehr. Ich meine, ist doch toll, wir sitzen hier drin am Tisch, machen Expeditionen und kommen auf neue Erkenntnisse und machen Entdeckungen, die wir vorher noch nicht draußen gemacht hatten. Die wir hätten machen können. Ja, ich meine, also wir haben es ja beide irgendwie registriert, aber es ist ja auch nochmal, entdecken heißt nicht nur irgendwas merken, sondern sich auch darüber klar werden. Mhm. Das merke ich gerade. Entdecken heißt nicht nur irgendwie was sehen, sondern entdecken heißt auch, sich das bewusst zu machen. Ja. Allein diese Erkenntnis hat auch schon den heutigen Tag gelohnt. Also, man nimmt das so selbstverständlich. Auch das Wort entdecken, aber das hat ja mehrere Schritte. Aber Herr Frenz, dass wir das gemeinsam entdeckt haben, ist doch schön, nicht? Ja, ist toll. Ich glaube nicht. Jemand anders hätte mich dumm angeguckt. Und sie möglicherweise auch.